Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Game. Mein Name ist Ranky, zusammen mit dem Major. Moin. Schauen wir uns heute den nächsten Einheitenfokus an. Diesmal wieder klassisch Einheitenfokus und zwar C3PO und R2D2. Eigentlich müsste man die, glaube ich, andersrum nennen. Ja, R2D2 genau, und C3PO. Macht nichts. Aber bevor wir damit anfangen, wie immer so einen kleinen Einschub als Werbung für uns. Wir freuen uns immer, wenn ihr unter dieses Video oder unter allen Videos kommentiert, denn nur so werden wir besser. Nur so können wir darauf eingehen, was ihr wünscht und wollt und ja, möchtet. Wir würden uns sehr über ein Like freuen natürlich und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann aktiviert ihr das Abonnieren-Knöpfchen und die Glocke, weil dann seht ihr immer, wenn ein neues Video kommt. Und das passiert momentan recht regelmäßig, also bleibt auf dem neuesten Stand. Werbung Ende. So, Major, dann wollen wir uns mal an das Eingemachte machen. Wir schauen uns R2-D2 an, unseren Lieblings-Hero of the irgendwas. 35 Punkte, kriegen ein Operative, also einen Agenten, haben einen Druidentruppler als Keyword, 4 Lebenspunkte, weißer Verteidigungswürfel, Moral 2, Angriffs- und Verteidigungskonvert, 1er Bewegung und scheinbar nur eine Nahkampfattacke im Profil erstmal. Nahkampf oder Reichweite 1. Oder Reichweite, genau. Also eine Attacke mit 3 weißen Würfeln. Und niederhaltend, suppressive, aber das ist keine großartige Attacke. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders sozusagen besonders konsistent eingesetzt werden ist und auch jetzt nicht gerade die Stärke eines, aber bei 35 Punkten erwartest du jetzt, glaube ich, auch nicht besonders viel Feuerkraft. Nee. Gerade wenn da noch eine Menge anderer Regeltext dabei ist. Genau. Vielleicht mal vor Regeltext noch gesagt, 35 Punkte ist natürlich, und zwar vielleicht doch eine Sache ist ganz wichtig, und zwar kann man den für die Rebellion als auch für die Klone nutzen. Ja, das ist nochmal zu sagen. Bekommt eine billige Aktivierung Einzug in beide Armeen, aber wahrscheinlich nötiger haben es die Klone, eine billige Einheit, wenn wir nur davon ausgehen. Das ist schon mal ganz interessant, finde ich. Ja. Das ist aber für Anfang. Oder? Ich stimme dir voll zu, es ist schon mal von Anfang an sehr wichtig, gerade das ist auch, macht es auch noch ein bisschen unterschiedlich für die beiden Armeen, also weil bei den Rebellen hast du halt schon eine Truppler-Einheit ohne irgendwas. Oder ein Sniper-Team, was so als billige Aktivierung da ist. Und auch jeweils die auch noch irgendwie schon was machen können. Ein bisschen. Aber bei der Klon kriegst du das halt nicht so. Mhm. Ja. Aber wir können vielleicht nochmal, wenn wir am Ende ein Fazit machen, ob man die irgendwo einbauen kann. Was kriegen wir denn trotz der echt schmalen 35 Punkte? Wir kriegen Repair 2. Also Reparieren 2 mit Kapazität 2. Das bedeutet, wichtig dazu zu sagen, das heißt, du kannst zweimal 2 Leben, spezieller Schaden oder Ionen entfernen. Mhm. Also könntest du auch ein Ion und einen Schaden entfernen, oder? Genau, was und was auch wichtig ist, ist, weil diese Einheit ein Druidentruppler ist, kann sie sich auch selber reparieren. Cool, stimmt. Ja. Kommen wir vielleicht zu, weil wir ja noch ein bisschen mit den Lebenspunkten ein bisschen tricksen können. Deswegen schauen wir uns mal die restlichen Figuren. Wobei ist in dem Meta gerade viel Druidenkram außer die nicht so richtig, ne? Vielleicht nee, aber Panzer? Fahrzeuge gibt es ja auch. Also da kann man auch schon sagen, es gibt den AT-RT für die Rebellion und die, noch ein bisschen interessanter für, ist es für die Republik, weil die ja jetzt gerade allein selbst aufgrund von mangelnder Auswahl nur den Speeder haben und den Bark-Speeder. Und der natürlich, wenn auch mit der Geschwindigkeit und dem großen Unterschied Geschwindigkeit da ein bisschen schwieriger sein könnte teilweise, da natürlich, auch wenn Reichweite 1 natürlich noch da ist, den zu reparieren ist natürlich sehr, sehr praktisch. Da auch sonst irgendwie Ionen oder speziellen Schaden von zu entfernen, kann natürlich sehr wichtig sein in einem Spiel. Verstehe. Ja, cool. Dann kriegen wir eine ganz neue Sonderregel bei ihm. Secret Mission. Das ist eine freie Aktion und willst du die kurz erklären? Ja, danach muss ich auch kurz über ein paar Regelinteraktionen, die da ganz interessant werden, reden. Und zwar einmal im Spiel, wenn du innerhalb einer gegnerischen Aufstellungszone bist, lege ein Siegesmarker auf dich oder auf deine Karte. Am Ende des Spiels, wenn du einen Siegesmarker hast, bekommst du diesen Siegesmarker. Also in dem Fall ist dann von der Karte auf den Spieler gemeint. Das klingt erstmal
ganz cool, wenn auch vielleicht schwierig zu erreichen mit 1er Geschwindigkeit und der nächsten Also nochmal Sonderregel. genau, Aber du musst drüber gehen. ja, du musst in die Genau, gegnerische ne? Aufstellungszone kommen, dann kannst du als freie Aktion, also kannst du auch Double Move da rein machen in der letzten Runde und dann die Genau. Ding aktivieren. Aber jetzt kommt das ist die Sache: Kopfgeld. Es hat zwei oder fast schon drei sehr interessante Interaktionen mit Kopfgeld. Denn Kopfgeld funktioniert ja auch über Siegesmarke auf der Einheitenkarte. Das heißt, wenn R2D2 auf die gegnerische Spielfeldseite kommt und Secret Mission aktiviert, dann aber erschossen wird von einer Einheit mit Kopfgeld, dann bekommt diese Einheit diesen Siegesmarker. Das steht auch extra im neuen RRG. Aber wenn vorher schon ein Mark of R2D2 auf war, kriegst du nicht zwei, also sozusagen du kannst nur einen Siegesmarker bekommen über die Kopfgeld-Sonderregel. Aber jetzt kommt das Interessante. Da würde ich euch bitten, wenn ihr dann die Karte habt, nochmal, also wenn ihr dann das Set habt und diese Regelanmerkungen, die davor stehen und Klarstellung sowas nochmal durchzulesen, weil das nicht eine extra Erklärung bekommen hat in den englischen Regeln, allerdings auch nichts steht, was dem widersprechen würde und es in beiden Fällen es sich um Siegesmarke auf der einen Karte dreht. So wie das da steht, gilt dafür auch ein Siegesmarker, den du aus anderen Gründen auf deine Karte bekommen hast, wie aufgrund von Kopfgeld. Das heißt, demnach, wie gesagt, solange sie nicht was schreiben, was das anders sagt in den Klarstellungen, in diesem kleinen Heftchen, würde das heißen, dass wenn jemand R2D2 für Kopfgeld aussucht und ihn nicht killt und er am Ende noch lebt, dann kriegst du von Secret Mission den Siegesmarker. Ja gut, und es ist jetzt, dann sagt man, ja, wird man eh nicht raufwerfen, aber eigentlich ist das gar nicht, also das ist ja vermeintlich erstmal ein einfaches Kopfgeld, vermeintlich. Ja, also sehen noch mal später, warum das ein bisschen schwieriger sein könnte. Aber R2D2 wäre auch eine Einheit, wo du im Zweifel sagen könntest, wenn der Gegner ihn für Kopfgeld aussucht, dann versteckst du ihn das ganze Spiel hinter irgendeinem Sichtblocker nahe deiner Aufstellungszone. Und gerade mit Secret Mission wäre das sogar ziemlich stark, falls die Regeneration so ist. Und selbst wenn nicht, dann nee, er kann seinen Kopfgeld ja nicht anders kriegen. Also das heißt, einerseits kann Kopfgeldjäger die Secret Mission versuchen zu kontern und sogar einen extra Vorteil zu kriegen. Allerdings würde das auch heißen, dass du nicht wirklich R2D2 fürs Kopfgeld aussuchen kannst, was praktisch ist und was sozusagen eines der Probleme, was du bei so einer kleinen Operative-Einheit, so einer kleinen Agenteneinheit sehen würdest, behebt. Verstehe. Ja. Krass, ja, stimmt. Muss man erstmal drauf kommen, Ja, ja, krass. das finde ich ist auf jeden Fall ganz interessant und auch ganz cool. So, Ja. und ist sowohl macht es das ganz macht es für so ein ganz interessantes, komplizierteres Spiel, wenn du R2D2 auf der einen Seite und Kopfgeldjäger auf der anderen Seite hast. Und es verhindert auch so einen einfachen Weg, sozusagen es auszunutzen, dass ein Gegner so einen billigen Agenten hat. Denn mit 4 Lebenspunkten könnt ihr auch mal von einem Bosk oder einem Boba Fett geone-shottet werden. Ja. Wenn Ja, zum Problem ist natürlich, also du kriegst ja schon den Aktivierungsvorteil durch den billigen und nimmst dir auch noch den Nachteil. Ich So glaube, ist ja wir dann. müssen aber noch kurz die zwei weiteren Sonderregeln durchgehen und Genau, also da ist wir ja haben noch noch. mehr mit C3PO dabei. Genau, wir gucken uns Ja. jetzt erstmal das ganze Viech nochmal an hier. Mhm. Also wir haben Grounded. Das bedeutet, ich kann nicht klettern und erklimmen. Ja. Ja. Jein, kommen wir eventuell bei den Dings-Karten nochmal zu. Erstmal bisschen Nachteil, aber wenn du das von Anfang an weißt, kannst du auch schon so ein bisschen auf deine Route gucken oder sozusagen. Genau. Denn du wirst mit dieser Einheit ja natürlich schon von Anfang an dir einen Weg aussuchen sollen, den du zumindest sozusagen bedrohst, in Richtung der gegnerischen Aufstellungszone zu nehmen. Und Dann haben wir, was haben wir noch bei dann ihm? haben wir Inconspicuous, das ist eine neue Sonderregel und wir werden dann sehen, wie sie heißt. Vielleicht Immer unauffällig auf oder Deutsch. sowas. Ja, irgendwie sowas. Wenn eine gegnerische Einheit einen Angriff durchführt, wenn du mindestens einen gehaltenen Marker hast, muss diese Einheit eine andere Einheit als R2D2 angreifen, wenn möglich. Während deines Sammeln, Schrittes,
kannst du dich entscheiden, deinen Niederhaltmarker nicht zu entfernen. Das ist ziemlich cool, weil es halt heißt, dass die Einheit nicht beschossen werden darf vom Gegner, was mit den Lebenspunkten so schon praktisch ist, wenn sie mindestens einen Niederhaltmarker hat. Und da, das heißt, du kannst durch den Sammelnschritt ignorieren kannst, aber nicht am Ende des Zuges, heißt das halt auch, dass du einmal pro Runde beschossen werden darfst, so maximal. Und das ist natürlich ganz cool für so eine sozusagen so doch ziemlich verwundbare Einheit da. Und die auch noch so, und die auch noch, das kann natürlich auch praktisch sein mit Secret Mission, wenn du wirklich nah an die gegnerische Aufstellungszone kommst und der Gegner halt nicht viele Gelegenheiten hat, auf dich zu schießen oder so Feuer zu konzentrieren auf dich. Und ja, kann man auch noch mit ein paar anderen Sachen nutzen, weil es ein Druide ist, heißt das auch, dass das niedergehalten werden kein Problem ist. Und das macht auch sehr, es macht auch ein Tipp, es macht auch sehr dämlich, mit einer niederhaltenden Waffe auf R2-Rito zu schießen, weil das heißt, für die Runde, in der du jetzt bist, und für die Runde danach nicht mehr auf ihn schießen, weil er einfach im Sammelnschritt keine Befehlsmarke entfernt. Also das für Bosk oder Mörser oder sowas. Na gut, Bosk ist natürlich immer so eine Sache, ob ich ihn dann once-shotte mit dem Schuss. Ne? Obwohl auch da, du musst halt 4 Treffer machen. Kann auch gut sein, dass da sonst mal Deckung involviert ist oder sowas. Also sind wir noch, aber das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Sonderregel für so eine, doch so eine kleine Einheit. Fragile Einheit, genau. Ja. Also die dann aber auch schon vielleicht wichtiger wird in deiner Armee, gerade wenn du noch Kommandokarten spielst, für die diese Einheit brauchst, um sie zu haben. Und macht es, und vor allem heißt das, dass der Gegner entweder in mehreren Runden lang auf dich schießen muss, einmal, und ein Angriff hat auch einfach immer eine große Inkonsistenz. Wenn du vorher konzentrierst auf ein Ziel mit 3-4 Attacken, dann hast du schon weitaus bessere Chancen, eine Einheit sozusagen zu zerstören, als wenn du auf eine wirklich gute Attacke hoffst. Und ja, wollen wir dann mal zu C3PO kommen? Ja, genau. Der hat ja eine neue Art sozusagen zu der Einheit zu gehören. Ja. Und zwar die Sonderregel Counterpart, so ist die Gegenstück oder irgendwas, R2-D2. Wenn du eine Armee baust, dann muss diese Einheit zu einer R2-D2-Einheit hinzugefügt werden. Das heißt, du kannst ihn für 15 Punkte zu R2-D2 hinzufügen, du kannst ihn nicht anders spielen. Er hat einen separaten Lebenspunktwert und es gibt eine lange Liste von verschiedenen Regeln, die dazu kommen, darüber, wie genau Waffen und Karten so funktionieren, aber die sind halt in den meisten Belangen separat. Und was wichtig ist, es steht, das ist wieder ein Fall, wo ich hoffe, dass es nochmal eine genaue Klarstellung gibt, aber ich glaube, dass es auch so schon einmal klar ist, eine genaue Klarstellung gibt in diesem kleinen schwarzen Heft. Aber du, so wie das jetzt im RG stehst, kannst du dich entscheiden, wie Wunden jeweils, welcher der beiden Modelle zugefügt werden, jederzeit, wenn du Wunden erleidest. Nur die Haupteinheit, also in dem Fall R2-D2, darf nicht entfernt werden vor der Counterpart-Einheit. Das heißt auch, dass C3PO mit seinen 2 Wunden mehr, noch ein bisschen mehr aushält, weil du eben demnach, wenn das über die Regel, dass nur ein Modell sozusagen Wunden erhalten darf, bis es entfernt ist, würde das heißen, dass du erstmal 4 Wunden erleiden kannst mit der Einheit, bevor eines der Modelle geht, und dann hast du ja noch reparieren. Also ist das ganz interessant, zusätzlich die Waffe ist vielleicht nicht besonders beeindruckend bei C3PO. Aber zusätzlich bringt C3PO zu den Leben ja auch noch 2 andere Aktionen mit. Mhm. Genau, man muss darauf aufpassen, nämlich bei R2-D2. Also klassischerweise hat man ja, wenn man irgendeine Einheit mit irgendwas upgraden kann, so einen extra Slot in der Einheit drin. Ne? Das hat er ja tatsächlich nicht. Ne? Er hat halt nur diesen Comms-Upgrade-Kram. Nee, aber da steht nicht so drin, dass Counterpart irgendwie auf ihn zutrifft. Ne? Also ist mir aufgefallen. Ja, das liegt daran, dass du diese Einheit ja fast wie eine eigene Einheit nimmst. Sie hat ihren eigenen Punktkostenwert, hat ihre eigene Einheitenkarte. Aber sie muss dann einer R2-D2-Einheit hinzugefügt werden und kann nicht anders gespielt werden. Ja. Also deswegen ist das so ein bisschen anders, als wir es erkennen, aber ist ja auch klar in dem Fall. Aber genau, lass uns mal angucken, was macht er denn? C3PO hat Calculate Odds? Ja, Chancen berechnen oder sowas, schätze ich mal, wird es auf Deutsch heißen, aber sehen wir dann. Genau, und ich kann, also das ist sehr, sehr ähnlich übrigens zu dem Imperial Assault-Fähigkeiten, die er hat. Ich kann ein freundliches Truppler-Modell in Reichweite 1 wählen, das ich sehen muss, und dieser kriegt ein Aim, Dodge
und Suppression Token. Ja. Das ist sehr interessant. Die erste Sache, an die man, glaube ich, denken wird, ist, dass man es auf diese Einheit selber anwendet und damit Inconspicuous, ohne überhaupt angegriffen zu werden, aktiviert. Ach ja, nochmal kurz, Inconspicuous muss natürlich gucken, dass der Gegner ein anderes Ziel hat, also zum Beispiel nah an einer anderen Einheit, irgendeiner Truppeleinheit oder sowas, die eher den Beschuss fangen soll. Na gut, die Spieler werden sich dann so stellen, dass sie wahrscheinlich nur dich sehen, wenn sie dich dann rauskriegen wollen. Genau, und deswegen solltest du es eben schwierig oder praktisch unmöglich machen, also wenn die Einheit hinter oder direkt vor oder sowas, du kannst ja auch das Gelände und sich den schon so ein bisschen absehen, anderen Truppler-Einheiten steht und so, dann wird das nicht wirklich funktionieren. Aber das ist auch ein Weg, wie du da sozusagen Counterplay hast sonst. Aber nochmal zu C3PO, das heißt, damit kannst du Inconspicuous aktivieren und natürlich, das kann auch einfach ein ganz, ganz großer Boost sein für eine andere Truppler-Einheit. Wenn du eine Einheit hast, die nicht niedergehalten wird oder nicht wegrennt, aber so niedergehend war dafür, dann gibst du der Einheit gerade ein Ziel und ein Ausweichmax. Das ist eine Menge Action Efficiency, eine Menge zusätzliche Aktionen, die du damit kriegst. Und wenn die einen noch gar kein Niederhalten-Marker hat und nur leichte Deckung, dann kann es sogar, oder gar kein Deckung, kann es sogar ein Vorteil sein, dass du einen Niederhalten-Marker hast. Aber das kann sich auf irgendeine Einheit machen. Ja, oder du hast halt gerade in den Klonen, nimmst du so eine offenliegenden Einheit, gibst du das und dann macht sie als Fire Support, ne? Und, oder eine Einheit, die schon aktiviert hat und nimmst die Tokens einfach mit einer anderen, die in 1 steht. Stimmt, so geht das ist auch bei, krass, also, ja. Und es läuft gleich hinaus. Außerdem haben die Klone jetzt mit denen, oder bald mit den Phase 2 Klonen auch eine Standardeinheit, die einen Niederhaltenmarker aushalten kann. Und auch bei 2 hast du immer noch ganz okay, ganz akzeptable Chancen sonst. Also das ist auf jeden Fall was da gut ist. Und dann gibt es noch andere Einheiten, auf die das gut ist. Es ist bei der Rebellion ein bisschen schwieriger, weil die Standard-Truppler-Einheiten halt mit ihrem 1 das nicht so richtig haben können. Und die Einheiten, wo du gleich dran denken würdest, irgendwie deine Luke, Sabine, deine Towntowns, so, die sind halt alle sehr schnell und bewegen sich auch direkt auf den Gegner zu. Und das heißt, da wäre es schwieriger, sozusagen die, gerade in den Zügen, wo es so richtig losgeht, R2-2 und 2-P1 von denen zu halten. Weil sie wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr flankieren wollen oder sowas. Und aber das halt langsamer tun werden. Also halt auch viele Aktionen im Spiel einfach mit Einserbewegung verbringen. Also da ist es, glaube ich, was bei den und bei der Republik ist ein Obi-Wan dafür ganz interessant, weil er den Ausweichmarker halt auch für Guardian benutzen kann, selbst wenn er noch nicht richtig im Kampf drin ist. Also ist das eine Fähigkeit, die auf andere Einheiten ziemlich interessant wird für die Republik. Und es ist natürlich auch eine Fähigkeit, die auch sicher ihre Anwendung finden wird bei den Rebellen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die besser passt, gerade zur Klonarmee. Verstehe. Aber auf jeden Fall interessant, hat sehr viel Potenzial und ist auch auf jeden Fall schon was, wo du siehst, wofür du 15 Punkte zusätzlich zu den 2 Lebenspunkten extra auf der Einheit mitbringst, weil das halt noch einfach eine konsistentere Fähigkeit für Support gibt, als halt reparieren. Ja. Halt ein Fahrzeug nah an dir dran, dass du spielst und die Wunden auf dem und das Fahrzeug lebt aber noch erfordert oder dich selber reparieren, aber es ist nicht richtig Support für den Rest der Armee. Und dann haben wir noch eine andere, eher Support-orientierte Fähigkeit. Distract, ne? Ja, oder Distract. Ja. Genau. Ich kann eine gegnerische Truppler-Einheit in Range 1 und 2 auswählen, die ich auch in Sicht haben muss. Und bis zum Ende der Runde verliere ich hier meine ganz Negativ. Genau. Und dann muss ich attackiert werden, kann das sein? Und wenn die eine, die du ausgewählt hast, einen Angriff durchführt, muss sie dich angreifen, wenn möglich. Genau. Und es ist eine freie Aktion, was halt das nochmal leichter macht zu erreichen. Das ist auf jeden Fall eher so eine weitaus seltener einzusetzende Sonderregel oder seltener einzusetzende Freiaktion. Aber das hat auch auf jeden Fall seinen Nutzen. Also wenn du eben in einer Situation bist, wo du irgendwie einen Obi-Wan, einen Luke oder irgendwie in der Situation sehr, sehr wichtige Einheit da hast, die gerade verwundbar ist oder die gerade niedergehalten werden könnte von noch einer Attacke, und dann halt einfach du sagst, ja, okay, entweder R2-2 oder C3-P oder auch vielleicht nur ein paar Lebenspunktverluste auf denen.
wenn sie zum Beispiel bisher viel Beschuss mit den Conspicuous und weil sie halt auch sich um die primären Ziele des Gegners sind, haben, vermeiden können. Du sagst, okay, jetzt ist irgendwie, sind die letzten Lebenspunkte auf meinem Luke oder so, oder irgendwie, dass der keinen weiteren Niederhalten erhält oder sowas. Halt wichtiger, da ist das, da kann ich, würde ich sagen, kann man das schon sehen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere kleinere Tricks, die wir irgendwie schon mit der Hahn-Zweier-Karte kennen, wenn es um Reichweite geht oder um Flammenwerfer oder sowas, wo eben das Ziel anders ist oder wenn es um Deckung geht oder sowas. Und die sind auch noch dabei. Also, da glaube ich, dass es eine Sonderregel ist, die auf jeden Fall viel inkonsistenter ist, was Reichweite auf gegnerische Einheiten angeht, was die richtigen Situationen angeht und sowas. Und dass es halt immer noch jetzt keine sozusagen super Seher-Einheit ist. Bin auch mit C3PO schon ein Stück weiter. Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz interessant und hilft der Einheit noch mehr, sozusagen verschiedene komische irgendwie oder teilweise so ein bisschen seltsame Supportfähigkeiten zu haben. Und ja, da haben wir bei C3PO nicht, glaube ich, noch nicht erwähnt, er hat einen weißen Würfel im Nahkampf. Clumsy Kick. Ja, das passt irgendwie. Das, nicht so Ja, geschickt wobei, im hör mal Kampf. zu, das ist, habe ich eben gerade, während du gesprochen hast, genau auch darauf geschaut und habe mir überlegt, der profitiert ja von dem Convert von R2D2. Das heißt, sein Clumsy Kick ist besser als ein B1-Droide. Das muss man sich mal klar sein. Ich glaube trotzdem, dass du C3PO eher für seine zwei Lebenspunkte und die beiden Ja, Fähigkeiten natürlich. Das mitbringst. war jetzt kein. Aber ja, wir haben noch Genau. eine Upgrade-Möglichkeit, die Genau, kommst. kommst, ne? Ja. Und Und da gibt's da habe ich. irgendwas, wo du sagst, Ja. das würde man nehmen können? Hundertprozentig. Und zwar, das kann ich aber jetzt leider nicht so ganz erklären, das Comms Relay. Wenn dir ein Befehl gegeben worden würde, darfst du eine andere freundliche Einheit Reichweite 1 bis 2 nehmen, diese enthält den Befehl. Das hat was mit den Kommandokarten zu Okay, tun. dann Und lass mit uns erst die dieser, Kommandokarten machen ich und wollte aber dann auch kommen kurz wir mal nochmal sagen, der drauf zurück. erste Grund ist mit den Kommandokarten, ist, dass du halt, wenn du die Kommandokarten von so einer Einheit nutzt, dann willst du trotzdem nicht unbedingt sie befehlen. Du willst einen extra Effekt haben und du willst wahrscheinlich eher deine teuren, großen oder sehr starken Einheiten befehlen. Okay, Ja. also als Und die Zusatzeffekt. Kommandokarten werden auch noch praktisch, also so, weil du willst halt, glaube ich, also das hat auch noch besondere Synergie mit ein, zwei von den Genau, lass uns Kommandokarten, doch direkt, die wir würden bekommen. wir doch jetzt Ja. hinkommen, lass uns doch über die Kommandokarten sprechen. Und da kriegen wir, weil das ja ein Operative, also ein Agent ist, 3 Stück. Willst du von 1 zu 3 oder von 3 zu 1? 1 zu 3. Okay, fangen wir an mit Dann, 1er Blip, Blast Off, ja. R2D2. Also R2D2 ist der, den man aktiviert. R2D2 kriegt Bewegung 2, also er erhöht seine Bewegung um 1. Kriegt einen Dodge-Token, einen Niederhalten-Token, Disengage, das heißt, er kann sich aus dem Nahkampf rauslösen, und Jump 1. Ja. Das ist eine Karte, die aus einem Grund interessant ist und das ist halt Secret Mission. Also, die Karte ist halt dazu da, um dir die Möglichkeit zu geben, wenn du so im letzten Zug bist, wahrscheinlich eben, also sei das jetzt wegen Zeit im Turnier oder sei das wegen sozusagen Turn Limit, also dann eben gleich mit zwei Doppelbewegungen mit aus dem Nahkampf rausgehen und mit Jump 1 in diese gegnerische Aufstellungszone zu kommen und dann mit einem Niederhaltenmarker auch noch keinen Beschuss, also sozusagen, wenn es ans Ziel gibt, nicht beschießbar bist durch Inconspicuous und auch noch einen Ausweichmarker hast, falls du doch eine Schussattacke reinkriegt oder der Gegner irgendwie in den Nahkampf geht mit dir. Also das ist eben dafür eigentlich nur da, würde ich sagen. Vielleicht gibt es noch manchmal andere Situationen mit irgendwie anderen Missionszielen oder so, aber ich würde sagen, hier ist der Hauptpunkt einfach, dass du damit Secret Mission tatsächlich hinkriegen kannst. Dass du mit halt auch so ein bisschen dich über das Spiel so weit, so nah ran bewegst, dass du in ein bisschen mehr als Zweier, also ein bisschen weniger als Zweier Reichweite bist von der gegnerischen Aufstellungszone und dann in der letzten Runde eben die Doppelbewegung machst mit Jump 1 auch noch über Gelände rüber, was halt auch praktisch ist. Dafür und auch noch viel mehr Möglichkeiten, sozusagen gegnerische Aufstellungszonen zu bedrohen. Und ja, dafür ist die Karte da.
Und hier wollte ich auch mal sagen, das ist eine Karte, wo eben Comms Relay auch gut zusammenpasst, denn wenn du den Ausweichmarker hast, dann musst du dich wahrscheinlich nicht als allererstes aktivieren. Genau, und der Gegner kann dich nicht mal dadurch, dass er in Nahkampf geht, mit dir stoppen, so wirklich. Das heißt, und das heißt halt, da finde ich einfach, dass du wahrscheinlich sogar die Einser-Initiative lieber vielleicht auch manche zu nicht in der letzten Runde, sondern anderen Runden im Spiel nutzen willst, um mit Comms Relay eine andere Einheit zu befehligen. Genau, oder wenn du halt eben nicht im Nahkampf oder so bist oder gerade so kurz vor der gegnerischen Ausstellungszone, aber in Deckung, und dann sagst du dir, ja, okay, ich will jetzt nicht. Du kannst ja nicht aktivieren, Boss werden, wenn der Gegner ein anderes Ziel hat, wenn du die Karte spielst. Also das heißt, ja gut, wenn er ein anderes Ziel hat, aber ein guter Spieler stellt sich dann so, dass er eben nur dich hat. Und dann, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, worüber du nachdenken musst, aber in vielen Situationen auf Schlachtfeldern mit nicht super viel Sichtblockern wird der Gegner halt auch einfach irgendwas, und wenn doch paar Einheiten dastehen, wird er auch ein anderes Ziel haben. Du hast auch einen Ausweichmarker in der Situation und so. Also da glaube ich, siehst du halt auch schon, genau, das ist eine Karte, die noch praktischer wird durch Comms Relay, weil du eben auch den 1er Pip hast. Weil den 1er Pip hast du mit Comms Relay, hast du dann irgendwie eine andere starke Einreichweite, 1 bis 2, aktivierst du die erstmal. Vielleicht stoppst du den Gegner daran, irgendwie anders dahin zu kommen. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich sogar Situationen, wo du sogar extra später aktivieren willst, damit der Gegner dich nicht irgendwie noch im Nahkampf oder, wie gesagt, exklusiv beschießen kann, sozusagen, in der Aufstellungszone, wo es halt auch leichter ist, irgendwie Sichtlinie zu kontrollieren oder in Nahkampf zu kommen mit dir. Ja. Aber ja, praktische Karte hilft sehr gut, um Secret Mission sowohl eine echte Möglichkeit als auch eine echte Bedrohung zu machen. Das heißt, auch der Gegner muss auch, gerade wenn du sozusagen schon stärker gespielt wird, muss der Gegner auch schon von Anfang an so ein bisschen im Blick haben, okay, wo will man jetzt hin, weil er jetzt Route ziemlich vorhersehbar sein wird, und wie hindere ich ihn wirklich daran, dann am Ende dazustehen und mit Blast-Off sozusagen in die Aufstellungszone zu kommen. Mhm. Wie beeinflusst das die gesamte Win-Condition, sozusagen den gesamten Gameplan für das Szenario? Das ist, finde ich, interessant an der Karte und auch an R2-D2 und Secret Mission insgesamt. Gut, dann kommen wir zum Zweier. Das ist Impromptu Immolation. Ja. Genau, das ist auch nur R2-D2. Und nachdem R2-D2 eine Attacke gemacht hat, darf er eine freie Bewegungsaktion durchführen. Während dieser Aktivierung bekommt er noch folgende Waffe anstatt seiner normalen. Halt so einen Flammenwerfer. Beziehungsweise wahrscheinlich Öl aus seinem Popo und dann tritt er ja diese Szene aus Ding. Star Wars 3. Genau, mit 1er Reichweite, 2 weiße Würfel, aber als Spray, das heißt für jedes Modell in der gegnerischen Einheit, Blast, also keine Blast, Deckung. Genau, und niederhalten. Ist das gut? Denke, weiß ich nicht. Es ist an sich keine schlechte Kommandokarte. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie die, von der Idee, wie diese Boba Fett-Karte da und halt noch diese Freiwilligungsaktion, aber ich würde es persönlich nicht spielen. Einfach, weil ich glaube, du willst doch in vielen Situationen für die Zweierkarte lieber, selbst wenn du nur einen Commander spielst, irgendwie Push haben und halt eine Möglichkeit haben, 2 wichtige einen in deiner Armee zu befehligen. Sei das jetzt sowas wie Luke Towntowns oder sowas, oder Towntowns oder sowas bei den, wenn du Rebellen spielst oder andere starke Einheiten, andere wichtige Einheiten in deiner Liste, andere sozusagen starke Einheiten, oder bei der Republik willst du irgend sonst auch die Möglichkeit haben, irgendwie eine Fire Support Combo zu koordinieren. Das ist halt, glaube ich, was du dir aufgibst, denn selbst wenn du dann noch, wenn du irgendwie Comms Relay spielst, gibst du immer noch eine, die du befehligen kannst, auf, und das kann bei Push schon häufig wichtig sein. Das ist eine der Gründe, warum die Karte in bestimmten Situationen spielst, eben um doch noch die wichtigen Einheiten zu kontrollieren für eine frühe oder späte Aktivierung. Und auch so ist ja Comms Relay immer noch eine Begrenzung gegenüber einem normalen Befehl, wo du halt von deinem Commander aus, den du häufig zentraler hast, und in Reichweite 3 befehligen kannst. Und ich glaube halt nicht, dass R2-D2 gerne und in vielen Situationen Reichweite 1 sein will. Und er hat auch nur eine kurze Bewegung, diese Reichweite 1 zu bekommen. Das heißt, ich sehe auch nicht so konsistent die Situation, wo du damit auf irgendeinen Truppler-Einheit kommst. Und klar, wenn du die Karte spielst und dann mal in einer Bewegung in Reichweite 1 von irgendeiner Einheit B1-Kampfdroiden bist und die total fertig machst,
dann ist es natürlich cool, aber ich glaube, das ist eine Karte, die nicht so super konsistent ist, die auch nicht so gut dazu passt, dass die Einheit halt eigentlich eher den Weg des geringsten Widerstands nehmen will und weg von Einheiten, die sie auch im Nahkampf stoppen könnten. Und so finde ich, dass das eine Karte ist, die, glaube ich, ein bisschen zu inkonsistent ist und so und auch nicht so super in den Rest der Einheit und des sozusagen Plans mit der Einheit reinpasst. Ja, und das Konzept nicht. Gut, dann lass uns mal. Ich wollte dazu sagen, was auch dazu kommt, ist, der Gegner sollte trotzdem sozusagen das bisschen das Problem ist, dass er zumindest davon ausgehen muss oder zumindest kann und vielleicht sogar sollte, dass du diese Karte hast oder sie haben könntest, was halt es schwieriger macht, mit einer Truppler-Einheit der R2D zu im Nahkampf zu stoppen. Auch wenn die Karte nicht spielt. Und das sagt auch die und die Einser-Karte macht es auch weitaus schwieriger zu sagen, ja, okay, ich stoppe ihn einfach von meiner Aufstellungszone oder dann kriegt der Seed und Mission nicht durch. Ja, okay. Ja. Gut, und dann die letzte, Smokescreen, die Dreier. R2D2 und ein Truppler. Und wenn R2D2 einen Befehl zu einer anderen freundlichen Einheit gibt, kann er ein Speed 1 Einheit, also die Einheit einen Speed 1 Move machen und am Anfang der Aktivierungsphase bekommt R2D2 die freie Aktion Rauch 1. Auch Marker, oder? Wie kann er einen Befehl weitergeben, wenn er quasi die Karte ist, ist er ja der Ordergeber, ne? Also das heißt sozusagen, dieser extra Truppler, den er dann befehligt, der kann dann gleich eine Bewegung 1 machen. Genau. Und das ist die Karte, die mich darauf gebracht hat, ehrlich gesagt. Ich zumindest will immer Comstrail darauf spielen, weil es dann nämlich so fast so ist, es hat einen Pip mehr und einen der anderen darf ein 1-2 von einem Commander sein. Dafür kriegst du Smoke 1 wie die Layer 2er Karte. Und ich glaube, Leute, die schon lange den Kanal ansehen, wissen, dass ich ein Riesenfan von der Layer 2er Pip Karte bin. Und die Karte gibt dir dann auch noch Smoke 1 zusätzlich. Ja, das ist auch mit der Einser-Karte natürlich ein sehr, sehr großer Grund, warum ich Comms Relay auf der Einheit hier so praktisch finde und so gerne spielen würde, weil die Karte einfach noch eine wirklich starke Support-Möglichkeit ist für die Armee. Ich glaube, gerade wenn schon länger Rangebild kennt man auch, wie viele Möglichkeiten es gibt für eine Layer-2-Karte, gerade jetzt für Town, da sind noch mehr drin. Du kannst irgendwie sowas wie Towns oder Luke näher an den Gegner ranbringen. Das gleiche gilt für einen Obi-Wan. Du kannst irgendwie Klontruppler nochmal neu positionieren und ihnen extra Deckung geben, bevor sie Feuerunterstützung machen. Und die Deckung zählt nicht mal für sie, wenn sie Feuerunterstützung nutzt, also die zählt nicht mal gegen sie von dem Rauch. Du kannst gleichzeitig auch noch irgendwie, weil der Gegner halt mit drei gegen sich wahrscheinlicher Erster ist, beschützt du auch noch irgendwie Einheiten vor Beschuss, die du befehligst vielleicht auch noch. Du kannst sie sogar da rein bewegen und so. Du kannst zwei Einheiten dabei befehligen, das heißt, du kannst halt zwei wichtigen Einheiten von dir, die Möglichkeit geben, sich nochmal neu zu positionieren und sie befehligen. Smoke 1 ist auch noch praktisch und es kostet dich halt nichts. Also so ist es eine freie Aktion, im Gegensatz zu der einzigen anderen Möglichkeit bisher zu spielen, die Rauchgranate, die halt auch noch das Pfundkost auf eine Einheit sein muss, die sie dann noch nutzt und so. Also da ist finde ich, eine sehr, sehr starke Karte, wo du auch sagen musst, es ist noch eine richtige Möglichkeit, die Armee zu unterstützen, die er jetzt mitbringt, auch eine starke Kommandokarte, die er auch mitbringt für die Armee. Und ja, das ist, glaube ich, sehr interessant. Das ist eine Karte, die halt auch nochmal merklich stärker wird über das Comms Relay und auch einer der größte Grund vielleicht, warum ich das Comms Relay empfehlen würde auf ihm. Also klar, du kannst jetzt auch noch HQ-Uplink spielen, wenn du willst und mehr darauf setzen willst, die Einheit einfach durchzukriegen mit Secret Mission und dann früh befehligen willst, gerade wenn du C3PO drauf hast und er eben mit seiner Aktion Calculated Odds die Einheit dann früher beschützen kann. Aber ich persönlich glaube, dass die Karte, die Einser-Karte bei wenn möglich gespielt werden sollten und du dann eben auch mit Comms Relay und guter Positionierung, was das Comms Relay angeht und was andere wichtige Einheiten angeht, da die Karte und die drei Kommandokarte sehr, sehr, sehr praktisch sein können für die Einheit. Okay.
Ja. Willst du vielleicht noch mal ein Abschlussfazit zu R2D2 und Ja. C3PO Und loswerden? zwar, hier müssen wir es halt so ein bisschen trennen, weil die einen für zwei unterschiedliche Armeen, also für zwei sehr unterschiedliche Kontexte sozusagen, für die Fragen stellt, was das Listbuilding angeht und halt auch selber als Einheit. Zuerst einmal zur Einheit so. Ich finde die Einheit sehr interessant. Also sind eine Menge verschiedene interessante und auch immer so irgendwie so ein bisschen neue Möglichkeiten, was vor allem was halt Support angeht, aber auch Secret Mission dabei. Das finde ich auf jeden Fall ganz praktisch, das finde ich auf jeden Fall interessant. Also es hat die Fähigkeit zu reparieren, die sowohl sich selber als auch andere Fahrzeuge, was natürlich in richtigen Distanz sein kann, Calculate Odds, was in den richtigen Situationen sehr, sehr viel sozusagen Nutzen für deine Armee mitbringt oder auch Distract, was manchmal vielleicht spielentscheidend sein kann. Und dazu wollte ich auch nochmal dazu sagen, was wir noch nicht besprochen haben. Ich glaube, C3PO musst du nicht mitbringen. Also kannst auch, gerade wenn du einfach nur die 40-Punkte-Aktivierung haben willst mit C3PO und dem Comms Relay, dann musst du ihn nicht mitbringen. Die Einheit kann auch, glaube ich, gut einfach nur so sozusagen als billige Aktivierung mit der Dreier-Kommandokarte und der Gerade ein Bedrohung mit der 500-Punkte-System, Einserkarte ne? durchspringen. Dazu komme ich gleich. Sozusagen in der Armee funktionieren. Und wenn deine Armee die richtige ist, das ist, glaube ich, gerade noch mal interessant, wenn du mit der Republik spielst, denn wie wir gesprochen haben, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, was da viel Nutzen damit rauszuziehen und auch halt mehr Konsistenz, was die Ziele dafür angeht, ist Calculate Odds sehr praktisch. Ja, und deswegen glaube ich, dass, wenn sozusagen du diese verschiedenen interessanten Möglichkeiten, die einen mitbringst, sozusagen magst, du diese Secret Mission auch benutzen willst, um sozusagen noch mehr Spiel für Szenario zu haben und sowas, dann ist die Einheit wirklich was für dich. Aber ich finde es, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil es eine Einheit ist, die gerade wenn du C3PO mit bringst, weitaus weniger klar diesen einfachen Support- und Commander-Rolle mitbringt oder Schaden oder sowas, denn die bringt jetzt nicht wirklich Feuerkraft mit. Außer vielleicht, die Zweierkarten, auch die ist Einser Reichweite auf so einer langsamen Einheit und so. Also ist das, glaube ich, da auch nochmal zu bedenken einfach, dass die Einheit eben nie wirklich sozusagen Schaden austeilen kann für die Punktkosten. Und ja, dann können wir jetzt halt zu den zwei verschiedenen Armeen kommen. Zuerst einmal für die Rebellion. Ich muss sagen, ich finde, R2D2 passt wirklich nicht gut rein in normale Rebellenlisten gerade. Und das finde ich schade, aber ich glaube, es ist halt auch eine Einheit, die eine Menge sehr verschiedene sozusagen Synergien haben will und so, damit die Thousand Devices hier, wie der auf Englisch Titel heißt, eben was bringen. Fahrzeuge sind nicht so wirklich relevant da. Und wie wir schon gesagt haben, was C3PO angeht, Calculate Odds ist nicht so super, was die Ziele angeht in der Armee. Also so die Standardtruppen und sowas haben halt einfach nicht den Moralwert dafür. Oder die anderen Synergien, die Klone damit haben. Und die großen Einheiten, die davon eher Gebrauch machen könnten, sind halt häufig schneller und werden wahrscheinlich auch sozusagen andere Richtung auf dem Spielfeld einschlagen, als du mit den beiden hier wählen willst. Und dann kommt noch dazu, dass Rebellen fast immer in fast allen Listen zwei Commander oder Commander Operative spielen. Das heißt, auch die Kommandokarten sind schwieriger da reinzukriegen. Gerade die Einser-Kommandokarte, die wichtig ist, damit er zur Secret Mission nutzen kann, wirst du in Rebellenlisten nicht wirklich spielen können. Wenn du Luke spielst, dann hast du schon zwei sehr, sehr starke Kommandokarten, die für den einen Slot sowas haben wollen. Wenn du Leia spielst oder wenn du Sabine spielst oder wenn du Han spielst oder irgendwie sowas, dann ist da meistens sozusagen schon was. Dann ist da schon sehr viel, was in diese Kommandokarten-Slots sozusagen kommen soll. Und das nimmt schon, finde ich, wirklich was weg von der Einheit. Genau, Und du musst vielleicht noch deswegen. mal kurz erwähnen, das mit den, warum sind bei Luke schon zwei weg, weil du ja auch die, und das hatten wir besprochen, die Operative und die normale von ihm nutzen kannst, ne? Sind ja beide gut. Nur noch mal zum. Aber, du hast mich ja schon bei ein paar Videos jetzt gefragt, ändert sich irgendwie die Einschätzung von der Einheit fürs 500-Punkte-Format? Und bisher finde ich, war es der Unterschied meistens nicht groß. Bei den Großteil der Einheiten sind die vielleicht ein bisschen besser im 500-Punkte-Format oder ein bisschen schwächer, aber meistens funktioniert alles. Aber weil all diese Einschätzungen mehr mit dem Listbuilding zu tun haben und diese Probleme, die ich da habe, finde ich es R2D2 sehr viel interessanter für 500-Punkte-Listen bei den Rebellen. Also
Ich glaube auch, dass du ihn auf jeden Fall, wenn du auch Bock hast, bei 800 Punkten spielen willst. Ich glaube nur, dass da das sozusagen das kompetitive Listbuilding und das Meta und so schwieriger sind für die Einheit. Aber 500 Punkten finde ich, ist ja weitaus interessanter für die Rebellen. Du hast keine Okay. zwei Commander. Du spielst wahrscheinlich Luke, also ich zumindest, und Luke ist einfach, glaube ich, sehr, sehr gut für das 500-Punkte-Format und vielleicht sogar fast schon notwendig für Rebellenlisten und Town-Towns in vielen Situationen. Und wenn du so eine Luke-Town-Town-Liste spielst, dann hast du sehr leicht mal willst du vielleicht eine billige Einheit haben. Ist auch in der Liste, die wir empfohlen haben, so. Und da passt er zu sehr gut rein, finde ich. Wahrscheinlich und C3PO, wenn du wirklich billig spielen willst. Aber da kannst du halt seine Einserkarte reinnehmen und dann noch doch eben Town Towns oder Luke befehligen im Comms-Relay, wenn du auf die Reichweiten achtest. Du kannst die Dreierkarte sehr, sehr stark auf Luke und Town Towns nutzen, um sie nochmal zu bewegen, Smoke 1 zu nutzen, der Town Town Einheit ihre Synergien zu geben mit dem Move, ihren Ausweichmarker. Also ist das ziemlich praktisch und wenn du eh eine billige Einheit spielst, leicht mal, und dann eine Mint-Truppler-Einheit hast, oder das Sniper-Team, dann passt da R2-D2 wahrscheinlich, da wird es mit Punkten für 2 knapp, aber zumindest R2-D2 passt da, finde ich, sehr praktisch rein. Und bei 500 Punkten, du hast die Gefahr, dass du die Elimination-Mission spielst und da ist halt einen sehr billigen Operative zu haben nicht besonders schön. Aber ansonsten kannst du halt auch die Secret Mission nutzen für auf den kleineren Spielfeldern und da eben auch noch vielleicht bestimmte Szenarien sehr, sehr praktisch ändern. Also da glaube ich, ist R2D2 viel Aber siehst du sozusagen eher das interessant. so, überleg mal, dieses kleine Feld sorgt ja auch gerade in der Breite, also die Länge ist ja in der Regel, ist es das Gleiche, aber die Breite, also das heißt, der vorgezeichnete Weg für mein R2D2, den kann ich auf diesen kleinen Feldern ja viel, viel, viel besser abschirmen, ne? Der kommt ja deutlich schwieriger an meiner Armee vorbei als auf der großen Map. Ja, Finde ich. erstens, dafür ist aber auch mehr Gelände auf den Feldern. Ja, also der Geländeanteil soll höher sein und gerade mit Jump und sowas kann das schwieriger sein. Und Rebellenlisten, da sind halt auch sehr aggressiv. Also wenn du halt als Gegner dich um Town Towns und um Luke Skywalker sozusagen sorgen musst in vielen Situationen, dann ist es auch schwieriger, Feuerkraft einzusetzen, um R2-D2 zu beschießen. Gerade wenn du durch Inconspicuous und Reparieren und so und andere Einheiten, die beschossen werden können, halt doch noch begrenzt bist, was das angeht. Und ich glaube auch, R2-D2 muss nicht in jedem Spiel Secret Mission erreichen, und es wird ja auch ehrlich gesagt einfach nicht, um seinen Nutzen zu erfüllen. Wenn er Feuerkraft und Aufmerksamkeit vom Gegner auffängt, für 40 Punkte, die halt nicht auf wichtigere Einheiten geht und dann ein bisschen seine Supportfähigkeiten einsetzt, dann ist das schon ziemlich praktisch. Dann kriegst du Klar, doch schon auf stimmt. jeden Fall was dafür, für so eine 40-Punkte-Einheit. Und dann, das ist also, glaube ich, das, was ich sehe, was so die Rebellen angeht. Und dann kommen wir also jetzt nochmal zur Republik. Ich finde die beiden, also auch gerade C3PO, passen nämlich weitaus besser in die Republik gerade ein. Du hast schon am Anfang erwähnt, sie haben weitaus weniger billige Einheiten zur Auswahl. Und allein das würde schon sozusagen dich dazu bringen zu überlegen, wenn mich das irgendwie auf neuen Aktivierungen bringt, so in meinen Listen, dann ist das schon mal ziemlich praktisch. Dann haben wir die weitaus bessere Synergie, was Calculate Odds angeht, mit der gesamten Armee, mit den Phase 2 Klontrupplern, mit Feuerunterstützung, damit, dass du es einfach auf einer schon aktivierte Einheit tust und Klontruppler teilen ihre Tokens und kannst du vielleicht sogar die leichte Deckung von dem Niederhaltenmarker nutzen. Da ist viel dabei. Und ich glaube, es ist eine Einheit sehr, sehr schön mit Obi-Wan-Synergie. Da ist einfach so viel dabei. Du hast Calculate Odds auf Obi-Wan, ist sehr, sehr praktisch. Ausweichmarker und Zielen geben und für einen niederhalten mag. Und er hat halt ein weitaus höheres Limit, was die angeht. 3. Und du könntest sogar Endurance aufnehmen, wenn du wolltest. Nicht, dass das. Und das Notice ist das viel stärker auf ihm? Wenn du von einem Verletzten, ach ja, Obi-Wan kann Beschuss für sie nehmen, gerade wenn es nur um eine Inconspicuous-Attacke geht und die mit dem Ausweichmarker sonst abwehren mit Guardian oder irgendwie eine Wunde nehmen für Endurance oder sowas und du hast halt nicht viele Schüsse auf die Einheit, was wegen Inconspicuous und wenn noch ein bisschen Schaden durchkommt, kannst du halt auch das reparieren. Also ist das praktisch und die Dreierkarte ist super für Obi-Wan. Eine Einser-Extra-Bewegung ist halt was
für Obi-Wan sehr, sehr viel helfen wird. Im Die Deckung, die er Nahkämpfer. auch noch bekommt, genau. Die Deckung, die er auch noch für ihn bekommt von der Karte, sonst ist auch noch sehr praktisch. Und die Dreierkarte ist auch sowieso gut für die Klonarmee, weil eben Einheiten bewegen und dann Feuerunterstützung mit denen zu nutzen, einfach eine super Möglichkeit ist, eine super Combo. Und ja, das ist, glaube ich, was, warum die Einheit sehr, sehr schön in die Klonarmee reinpasst. Ach ja, und Obi-Wan hat noch mehr Probleme mit Aktivierung als eine Rex-Armee. Und das bedeutet halt auch, dass es noch viel leichter wird, eine Obi-Wan-Armee auf 9 Aktivierung zu pushen mit R2-D2. Und das ist auch noch sehr, sehr praktisch für so eine Armee. Also Wahrscheinlich glaube ich, dass. überhaupt erst möglich wird, das ordentlich zu spielen. Ja, also das war vorher ja sehr. Vorher, wenn du halt. Entweder du hast wirklich so viele Upgrades aufgegeben, dass die Armee andere riesige Probleme hatte, oder du bist nicht auf neue Aktivierung gekommen. Also da glaube ich, dass da R2-D2 für die Republik noch viel interessanter wird. Und auch ohne Obi-Wan einfach. Du kannst Barks wieder reparieren. Du kannst Calculated Odds auf die Truppe nehmen, du kannst die Dreierkarte super einsetzen mit anderen Klonen und auch noch und sonst hast du auch noch und du hast immer noch Secret Mission mit der Einserkarte sonst. Also da ist er in der Association, glaube ich, so richtig da. Sowohl bei 800 Punkten als auch bei 500 Punkten, würde ich sagen. Ach ja, und dann kommt auch dazu, dass du viel weniger die Gefahr hast, dass du dann irgendwelche anderen Kommandokarten nicht mitnehmen kannst. Jetzt gerade würde ich halt sagen, dass du schon in vielen Listen entweder Rex oder Obi-Wan mitnehmen willst und die beiden nicht so wirklich die gleichen Ziele mit der Armeeliste verfolgen, also der Army-Build. Und deswegen glaube ich auch, dass er da jeweils mit einem von beiden besser seine Kommandokarten reinnehmen kann und so und da einfach viel mitbringt. Also sowohl nur R2-D2 sonst, wenn auch deine Punkte und Aktivierungen sonst in so einer Liste vielleicht härter werden, als auch mit C3PO, der mit Calculate Odds sehr viel für die Armee mitbringt. Ja, Also, um super. das kurz nochmal zusammenzufassen, ich finde, es ist eine sehr interessante Einheit mit irgendwie einer Reihe von interessanten und so und auch jeweils so ein bisschen neueren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Einheit mitbringt. Und freue mich darauf, damit zu spielen. Ich glaube auch, dass Star Wars-Fans sich einfach darüber freuen, dass es die jetzt gibt und dann noch zwei Fraktionen. Ja. Und ja, Holst du dir die? cool. Ich spiele beide Fraktionen, in denen sie drin sind. Ich glaube, dass sie sehr, sehr praktisch werden für beide Fraktionen. Ist natürlich ein bisschen schade mit dem Paket, in dem sie drin sind, was sozusagen da so zusammen gehört. Aber Ja, ist ja. halt für die narrativen Spieler, ne, nochmal. Ist halt ein großes, riesiges Package. Man könnte die auch in so ein 12-Euro-Paket packen. Ich glaube, Ja. da würden sich auch viele wahrscheinlich wohler fühlen. Aber Ja. warum nicht im Aber ja, Narrativ? ich glaube, dass die sehr, sehr interessant werden. Noch mehr, ich glaube, mehr für die Republik als für die Rebellen, auch weil die Rebellen einfach schon viel mehr Optionen haben einfach. Aber auch da glaube ich, dass die ganz interessant werden. Ja, gut, Major, vielen, vielen Dank für den tollen Einheitenfokus. Wieder viel gelernt und das am Anfang Gesagte, wenn ihr immer noch zuhört, gilt natürlich jetzt immer noch. Haut uns in die Kommentare Fragen, Anregungen und alles rein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich sag mal Ja, Tschüss wenn ihr und irgendeine Frage noch habt, dann auf jeden Fall einen Kommentar schreiben, da antworten wir dann auch drauf. Ciao.